habe zwei Schritte gemacht und plötzlich bin ich in der Luft und auf eine Bank geschleudert worden. Ich habe noch gespürt, wie mein Kopf aus der Rückenlehne aus Stein getätscht ist. In dem Stück, das wir dieses Jahr spielen, im Hotel «Zu den zwei Welten», geht es, wie der Titel schon sagt, um eine Art Zwischenwelt. Also es ist etwas zwischen Leben und Tod. Wir spielen quasi im Koma. Oder so, wie wir uns das Koma vorstellen. Wir wissen ja nicht genau, wie es dort abgeht. Und da treffen sich ganz viele Leute. Es hat auch einen Lift, wo die Leute ankommen und dann auch wieder weggehen damit. Die treffen sich dort und reden über ihr Leben, über sinnieren so ein bisschen, was sie falsch gemacht haben, was sie alles noch hätten wollen machen. Es gibt also ganz viele spannende Begegnungen. Das ganze Leben ist doch nicht weiter als eine lächerliche Partie, die verglichen mit den Sternen nur eine Sekunde dauert. Eine Partie, die immer schlecht ausgeht und die ich gar nicht mitmachen wollte. Sie sagen das ja bloß, weil sie glauben, dass dort oben nichts mehr ist. Der Lift ist, darum ist er auch in der Mitte, er ist sehr, sehr zentral. Mit dem Lift kommen Leute an und es gehen auch wieder Leute. Und man weiß halt nie, in welche Richtung das geht. Beziehungsweise, das sieht man dann effektiv erst, wenn die Leute in dem Lift sind. Ob sie jetzt halt eben runtergehen, zurück auf die Erde, oder ob sie sterben und raufgehen. Ich habe nie eine Frau kennengelernt, die mich dazu können bringen, treu zu werden. Wer will das von ihr wird abhängen? Ich habe viel Freude bereitet, aber auch Hunger, was ja irgendwie auch zusammenhängt. Die meisten Frauen, die ich getroffen habe, haben keine Liebe wollen, sondern Liebesgeschichten. Über was reden wir eigentlich? Sie werden mich ja wohl nicht benoten. Mein Geld? Ich muss sofort meiner Bank mit. Und überhaupt? Wer sagt denn, dass es wirklich meine Schritte sind? Sind sie blöd? Saublöd? Und wie? Dann sind sie nicht. Ich denke, es ist ein Stück, das sehr viel birgt. Es hat sehr viel Tiefe. Es geht wirklich um grundlegende Fragen des Lebens. Es hat aber ganz viele witzige Sequenzen auch drin. Dementsprechend finde ich, es ist nicht ein Stück, das sich in die Ecke schieben lässt. Bringt wirklich jedem etwas und man kann auch ganz viel daraus nehmen. Dort ist sehr sehenswert. Bühne 66 hat den Anspruch, dass wir Stücke spielen wollen, die nicht schon Land auf Land ab mehrfach schon gespielt worden sind. Wir legen auch grossen Wert auf unseren Dialekt. Wir haben zwar dieses Jahr Leute mit verschiedenen Dialekten, was auch immer wieder ein bisschen Frische reinbringt. Wir legen die Stücke auch immer selber übersetzen. Wir haben dieses Jahr eine Person, die das erste Mal gemacht hat und das in unseren Schweizer Dialekt übersetzt hat. Und ansonsten, wie gesagt, ist es so, wir möchten gerne Sachen spielen mit Tiefe und wo der Zuschauer am Schluss etwas mitnehmen kann. Dieses Jahr haben wir etwas Spezielles insofern. Wir haben Figuren, die es so wirklich im Leben nicht gibt. Also wir haben zwei Wesen, die über die Bühne schweben. Das haben wir so noch nie gehabt. Und das sind eigentlich zwei Nebenrollen, wenn man so will, wo der Regisseur sich aber etwas Spezielles einfallen hat und denen so noch ein bisschen mehr Ausdruck gibt. Und ich finde nur schon, die zwei Figuren allein sind es wert, dass man schauen kann.